Hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal von XTRBladi. Ich möchte meinen Kanal hier vorstellen. Und ich mache hier, habe hier schon ein paar Miniclips hochgeladen. Das wird jetzt auch hier noch weiter vorkommen. Wenn ihr diesem Video 10 Likes gibt, werde ich vielleicht dann auch größere Videos machen. Commentaries, Let's Plays. Aber das Ganze halt nur von Spielen auf der Xbox One. Es werden ja in der Zukunft einige Spiele noch dazukommen, wo es möglich wäre. Also wie gesagt, gibt 10 Likes auf dieses Video. Also ab 10 Likes sage ich mir dann auch, ich hole mir Elgato und dann mache ich Aufnahmen, die etwas größer sind. Ihr könnt mich auch auf Twitch verfolgen. Da habe ich genau den gleichen Namen hier, wie hier auf YouTube. Also XTRBladi. Schaut da mal vorbei, wenn ich mal Livestream mache. Und genau, da mache ich zur Zeit. Genau, die Kampagne habe ich letztens erst gestreamt von Ghosts. Und was hatte ich noch gemacht? Ich glaube, ich hatte schon mal Forza gemacht. Ja, genau, Forza. Und auch schon mal FIFA. Und ihr könnt mir ja im Stream sagen, was ihr sehen wollt. Und dann kann ich auch wechseln, je nachdem, was ich ja dann auch wieder zur Verfügung habe. Da könnt ihr mir dann auch gerne ein Follow da lassen. Abonniert mich, falls ihr noch mehr Videos und anderen Stuff von mir sehen wollt. Ich werde von den Sachen, denen ich bekomme, hier schon einiges von Videos teilen. Also es gibt ja auch hier auf der Xbox One, wenn man Goldmitglied ist, Free-to-Play. Titel jeden Monat. Bin gespannt, was diesen Monat da auf uns zukommt. Ja, und ich hoffe, euch wird es auch gefallen. Das ist auch mein erstes Video eigentlich, was ich dann auch hochladen werde, dass ich auch kommentiere. Das könnt ihr auch verfolgen. Ich habe ja auch ein Real-Life-Video gemacht. Ich könnte auch Real-Life-Videos machen. Das müsstet ihr aber in den Kommentaren schreiben, wenn ich auch Real-Life-Videos machen sollte und vielleicht auch zeigen sollte. Ich glaube, auf den Livestreams habe ich eigentlich fast immer bis jetzt meine Webcam bzw. die Kinect dann ausgemacht, weil ich mir da unsicher war, ob ich das machen sollte oder nicht. Ich bin jetzt nicht hässlich oder sowas, aber ob sich das wirklich lohnt für mich. Ja, genießt den Clip noch weiter hier. Das ist ein kleines Rätsel hier, ein Ausschnitt. Ich habe ja schon einen Clip von Max the Curse of Prophet hochgeladen. Und ja, genieß einfach die restlichen Sekunden noch. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nice job, man.